nun ist ein Video für Investitionen, die vielleicht aus eigenen Reihen kommen dürfen. Bedingungsloses Grundeinkommen, Freiheit, Unabhängigkeit vom System. Alle schreien danach und wünschen sie das und möchten diesen Weg gehen. Wir nun haben ein Informationsportal erschaffen, das schon da ist, das schon läuft, auf der Basis von Sportwetten. Sportwetten, verwerflich. Dies passt nicht in mein Wertesystem, das geht gar nicht. Ablehnung kommt. Und dazu möchte ich euch jetzt einfach ein paar Worte hier lassen, erstmal von mir und dann vom Robert. Was wir denn damit bezwecken? Es ist so genial, die Idee, die dahinter steht, in der Einigkeit mit der Dualität zu gehen. Und jahrelang sind wir vorbereitet worden, um jetzt genau auf diesem Platz zu stehen und mit diesen Elementen auch der Schattenseiten zu gehen und daraus Geld zu erwirtschaften, viel Geld zu erwirtschaften, was dann wiederum pro Mensch, pro Erde und pro genialen Ideen und Projekten reinvestiert wird. Und wir werden es eh machen. Es sind so viele Interessenten schon da, auch aus Hongkong zum Beispiel, eine andere richtige Wettplattform, die aufgehorcht hat, die schon Kontakt aufgenommen hat, ja, was wir denn da machen und wie man zusammenarbeiten könnte und. Doch wir warten ab. Wir schauen erstmal. Natürlich möchten wir prüfen, wen holen wir uns da ins Boot, welche Energien, welche Menschen beteiligen sich an diesem Projekt. Denn dieses Projekt wird der Obermega Freiheitsknaller werden, ja, und es wird so viel Geld kommen. Ich spüre das, ich weiß das, es ist einfach da. Und natürlich hätte ich gern Menschen dabei, die in der Herzgesinnung genauso gehen wie wir oder ähnlich gehen wie wir. Und mal sehen, ob es sein darf. Und ja, und jetzt bitte ich meinen Mann, dass er ein paar Worte dazu sagt, einfach zu Zahlen, Daten, Fakten, auf seine Art und Weise, wie er Business lebt. Und das lassen wir dann so nach außen gehen, fliegen und mal sehen, was passiert. Ja, ihr habt ja die Christina gerade gehört als Vorinformation zum Projekt, mit welcher Gesinnung wir haben und ein paar Sätze meinerseits nochmal. Ja, also generell, ja, wir sind am Vorbereiten, ich habe mich ja bei meinem Band zusammengetan mit Remote Viewing und das Faszinierende ist, dass da so viel Potenzial drinnen ist und dieses Potenzial schon viele nutzen und schöpfen. Und jetzt ging es so ein bisschen darum, wie können wir diese Informationen, die bisher im Augenblick nur wenigen Elitären zur Verfügung stehen, denn tatsächlich in die Breite bringen. Und sowohl wir von unserer Gesinnung als auch der Band sind offen und bereit dafür, das nicht nur intern oder elitär zu verwerten, sondern zu sagen, wie kriegen wir das in die Breite, in die Öffentlichkeit. Und da haben wir uns für einen sehr unkonventionellen Schritt entschieden. Und zwar haben wir gesagt, wir wollen diese Informationen über Sportwetten angehen. Von allen Seiten werden wir belagert, von den Tieren und die Vögel fliegen über uns, ist das mega. Ja, sprich einfach weiter. Und es ist sehr unkonventionell. Und jetzt ist tatsächlich so, wir nach ersten Gesprächen, vor allem mit Leuten aus der bewussten spirituellen Ecke, hat man tatsächlich so die Thematik, ja, das ist nicht mit meinen Werten vertretbar und das ist doch verwerflich und wie könnt ihr das denn machen? Und dazu möchte ich jetzt zwei, drei Sätze sagen. Zum einen mal ist es so, wir sind im Einklang mit dem, was da ist, mit Dualität, mit Dinge zu respektieren, Strukturen, die da sind. Und es ist viel los gerade. Und jetzt, wenn man mal betrachtet, Lotto spielen zum Beispiel ist angekommen in der Gesellschaft. Jeder spielt Lotto. Wenn man sich da aber tatsächlich anschaut, welche Chancen habe ich denn oder warum tue ich es denn überhaupt? Klar, Spielsucht,
vielleicht die Lust, viel Geld zu bekommen oder zu gewinnen. Wir haben aber bewusst diesen Bereich, diesen Markt gewählt, zum einen mal, weil er vielen Menschen nicht fremd ist, weil sie ihn eben kennen, weil jeder doch, glaube ich, schon mal irgendwie losgezogen hat oder vielleicht mal Lotto gespielt hat. Auf der anderen Seite ist es ein riesiger Markt, wo wir auch ein Stück weit die Anonymität nutzen. Und über diese Anonymität wollen wir quasi diese Information, diese Vorteile, die wir mit diesen Informationen, die wir generieren, als einzige, ich sag mal, als Konkurrenz der künstlichen Intelligenz, die einzigen, die Informationen aus der Matrix abgreifen, damit zu sagen, haben wir ein Potenzial, eine Möglichkeit, hier tatsächlich in der Breite für jeden es zu ermöglichen, daraus zu profitieren, daraus Profit zu bekommen, Geld zu verdienen. Denn wenn ich heute eine 60-70%ige Sicherheit habe, dass ich mit meinen Informationen richtig bin, habe ich ein hohes Potenzial oder die Möglichkeit dazu, mir 2, 3, 4, 500 Euro im Monat dazu zu verdienen. Das ist eigentlich das, wonach alle, ich möchte mal sagen, schon bald sich wünschen würden, ja. Und wir schaffen dazu die Möglichkeit. Das ist aber nur eins. Und was mich jetzt bewogen hat oder die Christina gesagt hat, warum wir hier ein paar Worte dazu sagen sollen, weil ich finde es so paradox. Wir wünschen uns eigentlich, dass man Gleichgesinnte von der energetischen Seite betrachtet, mit ins Boot bekommen. Und dazu habe ich einige Leute angesprochen und dann hieß es, ja, es ist nicht vertretbar, nicht mit den Werten. Und da muss ich echt nur Kopfschütteln, weil ich sage, wie wollen wir denn in unseren Systemen auf der Welt, im Alltag, im Leben Veränderungen realisieren, wenn wir nicht bereit sind, Wirtschaftlichkeit zu generieren und das auf der anderen Seite ablehnen. Für mich insoweit interessant, weil ich mit ganz klassischen Investoren im Gespräch bin und die schauen sich's an, wie groß ist der Markt, wie ist die Rendite, wir haben hier einen Turnaround nach 2 bis 3 Jahren, wo das Geld zurückkommt und dann sage ich mal, wir hohe Renditen erwirtschaften und der sagt, okay, Markt groß, Konzept gut, kein Startup, die machen das schon seit 9 Jahren, da mit der Remote Viewing School verkaufen das in die Wirtschaft, fangen es jetzt an in die Breite zu bringen und Leute, Potenzial, Qualität, die dahinter steht, in Ordnung. Machen das und die machen jetzt natürlich aus ihrem dann das, was sie wollen. Ja? Und das ist ja das Verwerfliche. Und für mich ist doch die Thematik, selbst wenn wir dieses Instrument nutzen, ist doch die Gesinnung das Entscheidende, was wir daraus tun, nicht wo es herkommt. Da müsst ihr wirklich sagen, was wären wir, ohne dass wir Facebook hätten. Jetzt könnte man sagen, ist es mit unseren Werten vertretbar, dass unsere Daten geklaut wird, dass Facebook uns kontrolliert, dass sie uns vorschreiben, wer wo was bekommt, uns immer mehr begrenzen oder Geld und Profit damit machen. Und wo ist aber, wenn man das anschaut, die Frauengruppe, und jetzt kommen wir her, wir nutzen diese Strukturen, um dann aus der Gesinnung das zu machen, was die Gruppe ist. Oder eine Antwort von einer möglichen Investorin war, ja, das ist nicht vertretbar, ich investiere es lieber über meine Bank. Da muss ich auch sagen, wie verwerflich ist das denn? Was macht denn die Bank damit? Die Bank investiert in Coca-Cola, in Nestle, also in Konzerne, in Rüstungsindustrien, dort wo Zucker drinnen ist, also die wirklich, ich sag mal, für die Störungen und andere Dinge ursächlich mitverantwortlich sind, ja, wenn ich mein Geld auf Bank gebe und da 1, 2, 3% kriege, ja, was ist denn das? Und meine Gesinnung, mein Wunsch ist, das, was an Potenzial da ist, was an Profit da ist, miteinander darin zu partizipieren, Punkt 1, deswegen diese Möglichkeit, die man hier anbietet, dann wäre mein Wunsch natürlich, möglichst mit Menschen, die in der ähnlichen Energie sind, dass ich mir nicht Fremdenergien reinhole, die eventuell andere Gesinnungen haben, gut, Christina und ich schaffen das schon zu neutralisieren, aber eigentlich würde ich es gar nicht wollen. Und auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass wir mit diesem Konzept der Band und ich noch 2, 3 andere Dinge an Projekten auf den Weg bringen werden, wo wir wirklich viel Geld generieren können. Und daraus sage ich mal, und jetzt kommt doch wieder die Thematik der Gesinnung, dass wir aus einem Messer
ein Skalpell machen. Das heißt also, die Bereitschaft haben, Gutes damit zu tun. Und damit wollen wir natürlich, was die Christina ja schon angedeutet hat, auch so eine Idee des Grundeinkommens als Konzept machen und wirklich Wirtschaftlichkeit zu generieren. Und das ist eigentlich das, wo ich der Meinung bin, fehlt ein bisschen in unserer Branche, dass man sich zusammentut und in diesen Projekten einfach Wucht und Macht und Möglichkeiten generiert, statt dass man in der Ablehnung ist. Also, das von meiner Seite mal um den Spagat zwischen Sport, Wetten, Tipps und was wollen wir daraus erwirken oder erreichen, vielleicht zu erklären. Bis bald.